Hi. Wir haben das letzte Video schon mal getestet. Stihl GTA 26 mit 12 Volt Akku und die Makita DUC101 mit einem 18 Volt Akku. Schiebe es raus. Geht weiter mit Works. Haben wir eine 20 Volt GS-Säge und da bin ich wirklich gespannt, wie groß da jetzt der Unterschied sein wird. Weil ich denke mal, dass die mindestens gleichwertig sein sollten. Los geht's. Ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Also wir könnten es auch nochmal mit einem 2 Ampere Akku auf der Makita probieren, aber die meisten werden mit Sicherheit einen größeren Akku zu Hause haben und für eine GS-Säge hat die auf jeden Fall Power. Das ist nice. 5x10er Balken, gar kein Problem. Bin ich auf jeden Fall begeistert. Top. Wenn ihr noch irgendwelche Geäst- oder Astsägen auf Lager habt oder irgendwelche im Kopf habt, die wir testen sollen, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich. Ciao.